Ich hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Können wir wechseln? Ja, Digga, was nervst du mich, du Laberkopf, ey? Nein, 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 wenn er aufsteht. Ey, das ist aber so todesrandom. Erzähl mir nichts, ey. Ey, Boxershorts. Wie, was für. Was, laber mich doch nicht voll, du Laber. Hakuna, meine Tano, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder grandioser Action, heute Atomizer zu Fußparcours. Also Dekos, wahr gewordener Traum. Übrigens haben wir heute auch wieder einen legendären, epischen Deko dabei. Er ist bekannt für den kleinsten Jürgen in der Hose. Ich hab einen richtig kleinen, ja. Einen wunderschönen guten Lachs, Muchachos. Die Nüsschen seien poliert. Ich wünsche euch guten Hallo, guten Reis, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit, guten Durst, guten Dusch, guten Rauch. Guten Feierabend. Und gute guten. Jawohl, let's go. Oh, also, vielen Dank für diese Map. Boxershorts, bist du da hingefahren? Bin mir nicht sicher, vielleicht müssen wir noch fahren. Jetzt heißt es Atomizer. Hast du den Atomizer eigentlich? Atomizer, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns da jetzt hochballern, oder? Also, hätte ich jetzt mal gedacht. Huh. Bam, Digga! First try, was los? Warum fängst du einen Krieg an? Ey, du bist jetzt selber runtergefallen. Ja. Okay. Hey, beruhig dich, komm doch! Also, komm her, du Lappen! Geschossen, beruhig dich! Digga, ich darf dich noch einmal runterschießen. Warum? Wie, warum? Ja, hä, ich hab einmal nicht geschossen. Du bist hier gelandet und bist dann runtergefallen. Ich bin wegen dir runtergefallen, du Lappen. Nein, bist du nicht. Oh. Okay. Sagen wir, wir sind quitt. Auf gar keinen Fall, ey. Übrigens, falls uns diese Map hier gefällt, Deko, ne? Ja. Dann hat derjenige gesagt, dann wird er an mehr Maps basteln. Wer ist denn derjenige? Louis Life. Louis Life, okay. Louis Life hört sich Louis, ein bisschen an wie so ein... Den merke ich mir auf jeden Fall. Ah, wie so ein Webcam-Boy dann, oder? Hallo, ich bin Louis Life. Und wenn du mehr ja, sehen möchtest, dann... Mit dem Live im Namen? Drück jetzt 090 und 6x6. Hallo, Louis Life. Louis Life Cam. Was? Man muss auf der Bank bleiben? Das ist doch richtig crank. Man will sich verarschen. Alter. Okay, das wird fett. Ich bin ganz knapp an der Bank vorbeigefallen, ne? Scheiße. Also ich war sogar auf der Bank drauf, hast du es gesehen? Drauf, ja. Also die Frage ist, wie ihm geht, Brudi? Wie ihm geht? Die Frage ist, wie ihm bleibt leben, liegen? Digga, ja, zu weit. Ey, ja. Ey, ich hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Können wir wechseln? ist so. Ja, sehr schön, ey. Warum hast du keinen Bock mehr? Hä, warum komm ich da nicht mehr rauf jetzt? Digga, das war jetzt wirklich richtig easy. Ist das unterschiedlich, wie man geballert wird? Nee, ich glaube, der Winkel ist entscheidend. Ich guck einfach nur unten. Ich glaube, ich hab's die ersten Male auch gemacht. Jetzt bin ich wieder drauf. Sehr deutlich sogar. Komisch. Jetzt wieder ein bisschen so, ich glaube. Okay, und jetzt. Alter, jetzt aber richtig weit drüber ballern, ne? Okay, 3. Mir ist gerade runtergefallen. 2, 1 und. Ja, sieht gut aus. Wie soll das gehen? Ich lag sogar wie so ein. Wie jemand, der ein Zuhause sucht, lag ich da und es hat nicht funktioniert. Ja, ich fand, du lagst da wie jemand, der da gerne schlafen wollen würde. Okay, schauen wir das bei dir an. War schon gut. Ich bleib jetzt drauf liegen, oder? Digga, ich bin nicht mal weit genug, um drauf zu kommen überhaupt, Alter. Also du bist verloren, Deko, das kann ich jetzt schon mal sagen. Hä, aber ich verstehe es nicht, Alter. Ich verstehe nicht, warum ich manchmal nur so kurz fliege. Jetzt auch schon wieder nicht, Alter. Louis Life, es sieht nicht danach aus, würden wir dir weiter irgendwelche Webcam-Credits bezahlen, ja, das kann ich dir schon mal sagen. Doch, das ist geil, aber... Ja? Also, Digga! Du sagst, warum? Ich hab keine Ahnung! Ich hab damit gar keine Probleme! Ich gucke einfach nur komplett vor mir auf den Boden. Digga, wie soll das gehen, ey? Wie soll das gehen? Übrigens, diese Map... hat bisher... wahrscheinlich neben Louis Life... den Künstler nur ein weiterer beendet. Digga, meine Tries werden immer schlechter, Alter.
Wobei ich mir immer mehr Mühe gebe. Ich lande immer drauf, immer, und dann rutsche ich runter. Ich glaube, ich muss jetzt den Winkel anpassen, also komplett unten ist es ja nicht. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach oben, minimal so. So. Oh! Oh mein Gott, ich hab's, ich hab den Punkt. Alter Schwede, ey! Ich hab, ich muss ein bisschen aufladen. Musst du meine Lebe Chile? Also guck ganz nach unten. Mein Eier, bitte crown sie mein. Ja, da unten, ja. Und dann würde ich sagen, in Zentimetern, ja, würdest du dein Geodreieck ansetzen oder Lineal, so einen halben Zentimeter nach oben gucken. Oh! Digga. Bei mir hast du. Wo? Hä? Okay, bei mir warst du nicht annähernd drauf, aber okay. Digga, muss ich dir erstmal sagen. Muss ich dir erstmal zeigen, wie das geht. Alter, da springen wir jetzt aber rüber, oder? Digga, ey, willst du mich verarschen? Ey! Digga, was nervst du mich, du Laberkopf, ey! Ey! Ja! Hör doch auf, meine Arschhaare zu drehen! Ja. Digga, hat dir schon mal gesagt, dass du ziemliche Aggressionsprobleme hast? Das hätte jeder, der mit dir zusammenarbeitet! Oder einen Raum teilt, das reicht schon, ey. Ein Zimmer teilt oder irgendwas, der mit dir in Kontakt tritt. Bist du hier rüber gesprungen oder hast du auch geatomizert? Atomizer. Wirklich? Auf den Platz? Nein, natürlich nicht, rüberspringen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir vertrauen kann. Schau mir zu, schau mir zu. Ich bin sogar fast sicher, dass ich nicht vertrauen kann. Und hier bin ich nur nicht reingekommen. Hä, was machst du da? Was denn? Du hast gerade geschossen. Ja, weil ich schon wieder einen scheiß Handyanruf bekommen habe von Lester. Warum auch immer. Ey. Ja, bei mir bist du drin. Ja, ich war drin, bin aber rübergerannt. Bleib stehen. Nein. Leider nein, leider gar nicht. Okay, aber das ist ja, das sieht ja einfach machbar aus hier, oder? Also ist so wieder zu Fuß scheiß, ne? Ja. Das ist geil. Wie soll das denn jetzt gehen? Da musst du dich jetzt rüber schießen, ne? Ey, wie soll das gehen? Laber mir nicht voll. Ey, wie? Aber wie soll das gehen? Das nicht klappt, ey. Okay. No! Du musst nämlich... Das muss man nämlich anders machen. Du musst sofort am... Du musst am Rand landen, ne? Hä? Du musst an den Rand springen. Und da dann drauf rumgehen. Also das würde auch gehen. Ja. Aber du kannst dich ja auch mit dem Atomizer rüberballern. Ja, aber da kommst du viel zu weit. Ja, ja, hey, da gehst du aber nach vorne. Du warst da in der Mitte oder sowas. Kannst du nicht nein, ich war vorne. Also fast vorne. Ja, hey, aber du kannst dich ja nach ganz hinten stellen. Ich teste das jetzt mal. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Ey, er springt nicht. Warum springt er denn nicht? Das ist ja geil. Ey, zu Fußparcours ist die dümmste programmierte Scheiße, die jemals gestartet worden ist. Digga, ich bleib da auch mal rein. Digga, Fußballkurs ist schon geil, ey. Kein bisschen, ey. Digga, du stehst drauf, cool, weil du so ein komisches Spritze, so ein Spritzengerät in deine Unterhose verbaut hast, die dich jede Sekunde so richtig hart wegholzt, weil du irgendwie auf Schmerzen... Ey, er springt schon wieder nicht! Okay, also rein und dann direkt aufs Elektroding, ne? Das ist okay. Ja. Und es könnte klappen. Boxer vielleicht doch gerade mal Steuern versuchen sollen. Ich würde aber trotzdem, wenn ich du wäre, ich hab's leider gerade vergessen. Was denn? Ich würde trotzdem versuchen, wenn du reinspringst, versuchen mit Schleichmodus, dass du auf der Kante stehen bleibst. Ja, warte, ich programmiere kurz das Spiel neu in besser. Dieser Klacko, Alter. Ja, spring doch jetzt rüber! Auf. Ja, kriegst du jetzt. Pass auf. First try. Aua! Oh, Digga! Fick mich, ey, die Richtung war so gut. Ich habe SRG gespammt. Nope. Zero Fox, wait! Oh. Even that day. Oh, ja? Also ich war so kurz auf der blauen Kiste drauf, aber also die Stelle ist jetzt todesrandom, Bruder. Also, wie hast du das denn geschafft? Luis, du mieser Klacko. Luis Life. Wie hast du es geschafft mit der blauen Kiste? Das ist Dekos Zukunft, Deko Life. Geil. Digga. Doch, du musst gegen die... Aber es ist possible. Es ist auf jeden Fall possible. Der hat gerade richtigen Flickflack gemacht, ey.
Aber es ist schon sehr, sehr schwer es und nicht, sehr, sehr es random, Es ist nicht ganz Alter. Einfach. 3 von 10 haben wir übrigens, Deko. Punkten? Ja. Michael schon wieder runtergefallen. Übrigens, wir haben richtig geiles und cooles Feedback bekommen von der Folge, wo Aris so ein bisschen aus seinem Leben erzählt hat als Scooterfahrer. Und super viele Leute waren interessiert an den Lifestyle, das ganze Leben als Schausteller. Und vielleicht, falls ihr noch Fragen habt in dem Bereich an Aris, ja, entweder könnt ihr natürlich selber fragen in irgendeinem Video von ihm. Oder Livestream. Oder ihr ballert uns einfach Fragen rein und demnächst werden wir dann einfach mal voll labern mit euren Fragen. Weil ich finde, ich find das Schaustellerleben auch mega interessant. Ich hätte niemals den Mut gehabt, das irgendwie. Wäre das was für dich? Das jahrelang durchzuziehen? Nee, dazu hatte ich. Also. Dazu war ich ein Heimscheißer. Die Eier fehlen dir. Nee, also vor YouTube wollte ich nicht mal aus Hannover rausgehen. erst YouTube hat mir so ein bisschen das Reisen gezeigt, also. Allein deswegen wäre das nichts für mich. Hä, was jetzt? Ja? Macht Spaß, ne? Macht richtig Spaß. Es macht richtig Spaß, Alter. Okay, jetzt einmal rüberschießen, Deko. Einmal rüberschießen. 3, 2, 1. Oh! Mich. Digga, ist das ein geiler LOL. Oh! Oh! Hey. Ich schieß mich wieder rüber. Boom. Ja, direkt zum Punkt. Tanz zusammen mit mir, Samba die ganze Nacht. Tanz zusammen mit mir, weil den Samba ihn glücklich macht. Liebe. Halt deine Fresse, Mann! Wie gesagt, mein Cousin hat ja auch beim Autos. LOL. Ha! Ey, du hast es nicht verdient. Du hast es nicht verdient. Hä? Als ob, du bist Alter. Unter dem Punkt da. Du bist unter die Plattform durchgezogen. Ja, untermunter, Alter. Also mein Cousin hat ja auch mal beim Autoscooter gearbeitet, aber der ist da nicht mitgereist wie Aris. Weil das ist ja das Interessante eigentlich. Ja. Ja, aber ich... Nee, also für mich wäre das nichts. Sag ich jetzt schon mal. Aber für viele dann eben so ein Ferienjob gewesen, ne? Aber ey, was er erzählt hat. Als Ferienjob fände ich es okay. Was er da verdient hat, ey, das war ja ein richtiger Ausbeuter-Sklavenverein, ey. Deswegen wäre es halt nichts für mich, ne? Also ist halt erstmal ist es übertrieben krass harte körperliche Arbeit. Auch zu krassen Uhrzeiten mit krassen langen Arbeitszeiten. Ey. Und dann halt dazu so gut wie keine Bezahlung. Aber Bezahlung das war, nicht vorhanden. Das war, ich sag jetzt mal, in einem Alter, wo 100 Euro auch schon richtig viel waren, weißt du? Ja, das stimmt, ja. Und dann denkst du dir... Wobei, weiß ich nicht, wie alt Aris war. Ach nee, er war 19 oder so, ne? Glaube ich. Aber der hat schon ein gewisses Alter gehabt. Auf jeden Fall, wie gesagt, für mich wäre das auch nichts. Bin ein Heimscheißer. Muss immer zu Hause bleiben, so rumreisen. Allerdings so einfach mal in so einem Autoscooterverein zu arbeiten, das hätte ich mir vorstellen können, ey. Autoscooterverein. Hast du nicht hier in den Bus auch schon reingeholtert? Darf ich mich... Digga, diese GTA-Physics, ey. Er wirklich mit Anlauf rennt er einfach richtig brutal mit dem Kopf gegen den Bus, ey. Oh. Hier gegen. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich auch nur Autoscooter machen, weil das Coolste ist. Vielleicht noch ein bisschen Breakdance, das auch. Aber alles andere, damit kannst du... Ja, wie soll das denn jetzt gehen, ey? Ja, Digga! Mit allem anderen kann man nicht jagen, meinst du? Mit allem anderen kann man nicht jagen, ne. Ey, stell dir vor, du arbeitest in der Currywurstbude so. Ich hätte gern zweimal Currywurst. Oh, hallo, hola, chica. Wobei, der Job ist natürlich... Wollen Sie vielleicht Dry Currywurst? Ich kann mir vorstellen, dass der Job in der Currywurstbude um einiges chilliger ist. Ja, ey, Junge, Mann! Weil du die ganze Zeit am Snacken wärst, wie dieser Chaco, ey. Zwischendurch. Okay, Mutschat, Frage an euch. Was würdet ihr machen? Wo würdet ihr arbeiten? Autoscooter, Schiffschaukel, Breakdance, Riesenrad? Hä, Schiffschaukel gibt's nicht. Wie, gibt's nicht? Schiffschaukel gibt's nicht. Schiffschaukel? Digga, bei welchem Schaustellerladen gibt's denn eine Schiffschaukel, Alter? Hä, Schiffschaukel? Brudi, kennst du keinen Schiffschaukel oder was? Natürlich kenne ich das, aber aus dem Freizeitpark und nicht aus so einem rumreisenden Lachsschuppen. Da gibt's auch Schiffschaukel, sowas in der Art. Oh. Ja, ey, das ist doch Müll, Digga. Bist du aufs Auto draufgesprungen? Ja, rübergeschossen. Geschossen? Aufs Auto oder direkt zum Punkt? Ja, ich wollte aufs Auto, aber ja. Aber ich sag dir, jetzt geht's ab. Also, hey, das warum? Ist der. Sieht doch easy aus.
Ja, du musst jetzt. Ja, guck mal, was du da machen musst. Ey, lol, Digga, also, und ich liege perfekt drauf, Junge! Also das ist einfach. Das, was danach kommt, das ist schwer. Oh, ja. Ja? Wobei, es geht auch. Ey, hatten wir ja schon. Ja, ja! Also das ist aber ja, schon sehr, sehr schon random. Ja, ja, hatten wir auch. Also? Easy, nice. Nein, lass mich, nein, hallo, ich muss kurz Entfernung weg. Entfernung checken, ich würde nein, so. Warte, ich komm mit, scheiß drauf. Ey, warte doch auf mich, du Lappen! Ich schieß mich rüber. Ja, aber warte. Da ist mein, siehst du mein Einschussloch? Ja. Da schießt du mal rein. Siehst du, dass mein Motorrad da gerade wegfährt? Nee. Die bewegen sich ein bisschen, ja, aber die fahren nicht weg. Da schießt du rein, ist gerade runtergefahren. Okay, ja. Und jetzt, geh in die Ecke. Ich guck direkt nach unten, ne? Ja, komplett nach unten. Warte mal, so. Ja. Hallo, weit nach hinten. Ja, aber dann komme ich da doch eh nicht drauf. Warte mal, muss ich aber in der Bewegung machen. Ja, fast, ey! Ja, und ich stehe. Ja! Wenn man. So ein Klacko, Alter! Hä, was denn? Wenn man auf das Gitter kommen möchte. Wo willst du da eigentlich drauf? Willst du auf den Elektro-Ding eigentlich? Ja, wollte gerade sagen, da musst du viel weiter nach vorne. Wenn du auf das Gitter möchtest, ja? Hä, ich habe mich gerade nach hinten gestellt an den Rand und wäre fast auf dem Elektro-Ding gelandet. Ich bin nur zu weit seitlich. Entfernung ist gut. Oh, nein! Digga, ich war gerade wirklich fast auf dem Gitter-Scheiße, ey. Das wäre richtig Pro-mäßig. Was willst du von mir? Hä? Du hast mich weggelachst! Ey, das ist aber so todesrandom. Erzähl mir nichts, ey. Hey, Boxershorts. Wie, was für... Was, laber mich doch nicht voll, du Lappen! Digga, Boxershorts, sowas von! Du willst absichtlich ein Bauteil überspringen! Okay, dann frage ich dich, was ist dein Plan? Also wir haben eben gerade auch schon das blaue Ding ausgelassen, also... Ne? Ja, aber nicht absichtlich. Und du willst dann also von diesem Elektro-Ding wieder rüber atomisen zum Gitter, ja? Viel Spaß dabei, ey, mieser Lappen. Spring ich. Nein, das geht ja nicht! Hast du mal die Entfernung gesehen? Er ist voll klein. Okay, ich versuch's mal. Der ist sogar ein bisschen größer noch als dein Schlong. Komm schon, Baby. Oh! Ey, das ist ey, so ein so Scheiß, knapp, Alter. Da drauf, Alter. So knapp, ey. Ich schaff das jetzt. Ja, los. Das ist der Try. Warum tust du das? Ich hab nichts gemacht. Du hast geschossen. Ey, lass mich. Ey, warte, ich stell mich wenigstens hier mit hin. Bist du drauf? Ich bin drauf! Baby! Oh, jetzt, Digga, bitte schieß dich jetzt weg, bitte. 100% verkacke ich den. Oh, ich war auch drauf, ey! Ich war auch drauf. Darf ich schießen? Ah. Nein, darfst du nicht. Nein, wenn er aufsteht. Oh. Ah. Reicht das, wenn es einer schafft? Ich muss HP lachsen. Reicht es, wenn es einer schafft? Nein, natürlich nicht! Dann schieß dich jetzt mit der Sniper ab. Nein! Ich hab keine AP, Junge! Mach keine Spielrennchen hier jetzt. Das kann mein Herz nicht ab, ey. Oh, Digga, ey, ich bin so ein motherfucking godlike Profi, Alter! Oh! Digga, hau, ich hab mich so Digga mittig hingestellt. Von der, genau. Da musst du nur sehen, dass ich ein bisschen. Ja! Ey! Du rutschst runter, ja. Aber, ne, also, es ist nah dran. Ich hab meine das so schon die ganze Zeit gemacht, du Laberkopf. Sind godlike. Ohne mich wärst du verloren. Was war das denn für ein Punkt, Alter? Hätte man sich hier oben drüber schießen sollen? Ich glaube, Mr. Louis Camshow Guy, du hast das hier zu weit auseinandergestellt. Man kann ja einfach durchlaufen. Oh, Nico, ich bin drauf. Wie bist du da? Einfach ein. Ja, oh. Oben auf die Lachse drauf. Oh. Ja. Und jetzt halt ein Schuss. Oh. Gerade nach hinten. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Und hier habe ich auch rüber geatomized, aber ich glaube, das ist. Du kannst springen. Oh! Du wenig HP. Digga! First Try übrigens, ne? Einmal First Try gemacht. Easy, ey. Wir sehen uns in der Hölle, ey. Digga, Marvin schummelt hier einfach. Hä, warum schummeln? Ja, ich wollte mich jetzt aber rüberschießen. Ah, ist hier wieder. Guck mal, ich würde sagen. Das Verwandlungspunkt? Aha. Hä, wo bist du? Wo bist du, Junge? Digga. Siehst du? Siehst du's?
was ich? Ey! Was ich? Ey! Oh, Alter, das war da dran. Hab ich dich auch erwischt? Nee. Aber fast. Wo bist du denn? Ja! 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 Ey! Uns gegenseitig weggemetzelt haben, ey. Geil, ey. Richtiger Kampf hier, richtiger Endkampf. Oh yeah. Oh yeah. Ey! Oh! Ich fahr auch noch rein, du Lappen, ey! Sieger, 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 Sieger! Rasumme! Atomizer Profi! Wie er sich feiert, ey. Richtiger Lappen, yeah, ey. Oh, ich kann nicht mehr, ey. Digga, dass du überhaupt redest, Alter. Also. Selbstfeuerbosser. So, Muchachos, ich glaube, Deko hat gerade auch noch zugegeben, dass er den kleinsten Jürgen in der Hose hat. Ist so, ist so. Ja, sehr hallo, schön. Hallo. Also, Muchachos, Daumen nach oben ballern. Checkt auf jeden Fall die Beschreibung. Schreibt uns ein paar Fragen in die Kommentare. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und Muchachos, haut in die Kommentare. Wollt ihr mehr solche zu Fußballs sehen von, wie hieß er? Louis TV, Louis Live TV? Louis Live. Louis Live. Wollt ihr da mehr Maps haben? Haut's in die Kommentare. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Ich war, sagen wir, erwärmt. Hätte auch noch lecker sein können, ne? Bis zum nächsten Mal reingehauen und ciao, ciao. Ciao.